Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, für den Applaus. Ich muss die Stimmung gleich mal runterdrücken zu Anfang. Ernstes Thema. Our planet is on fire. Wir sind alle aufgerufen zu nachhaltigem Handeln. Es gibt da auch eine Lösung, wie sich jeder von uns einbringen kann. Das ist der nachhaltige Konsum. Aber es gibt ein Problem und das Problem bist du. Du. Vorher war da ein Kameramann, der war auch das Problem. Und ich, da ist er, ach ja, ich. Und zwar, wir haben tatsächlich gemeinsam, wir sind Männer. Und die Männer haben es nicht so mit dem nachhaltigen Konsum. Und das ist der Gegenstand der Arbeit, der Abschlussarbeit von Kathi Tucho, Feminine Nachhaltigkeit, das was jetzt auch als Buch herauskommt. Und sie soll uns mal erklären, warum die Männer das Problem sind. Ich dachte, wir sind die Lösung. Bitte, Kathi, auf die Bühne. So sieht sie aus. Kathi, warum sind Männer ein Problem und was sind Auswirkungen eines Stereotyps auf das männliche Kaufverhalten? Ja, Dominik, ihr seid das Problem, das Große, denn euer Konsumverhalten ist einfach weniger nachhaltig. Okay. Und der Grund dafür ist eben dieser Stereotyp, von dem hier die Rede ist. Was bedeutet denn das? Also bitte? Männer und Frauen halten beide einen Stereotyp aufrecht, dass Nachhaltigkeit etwas Feminines ist. Aha. Und da gibt es dann sowas wie Gender Identity Maintenance. Okay. Das heißt, grob gesagt, du als Mann versuchst zu jeder Zeit so männlich wie möglich zu sein und auch auf andere zu wirken. Und mit deinem Konsum sendest du Signale aus und deshalb ist für die nachhaltiger Konsum überhaupt nicht gut, denn das betrügt ein bisschen so deine Männlichkeit. Das nehme ich mal so hin. Was bedeuten denn all diese Logos? Also ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also da mal das, eine Biomarke hat sehr feminines Aussehen. Stimmt. Da auch wieder da die Miriam Weichselbraun als Testimonial auch. Das heißt, diese ganzen nachhaltigen Produkte sprechen eher Frauen an und überhaupt so, nicht die Männer. Das kann ja jeder sagen. Das ist ein Science Slam. Gibt es dazu auch Science? Dazu gibt es Science. Ich habe eine Studie durchgeführt und da haben wir mal Produkte einmal in einer neutralen Version und in einer nachhaltigen Version genommen und haben Personen befragt, also die haben randomisiert nach einem entweder das neutrale oder das nachhaltige Produkt vorgesetzt bekommen und haben das bewerten müssen. Und da haben wir eben herausgefunden, dass tatsächlich diese nachhaltigen Produkte als femininer wahrgenommen worden sind und es ist auch herausgekommen, dass Männer zum Beispiel gerade bei diesen öffentlichen Produkten wie den Regenschirmen, die nachhaltige Variante eher ablehnen. Aha, okay, also ich verstehe, du hast ja über 300 Leute befragt. Genau. Und diesen Schirm, den jeder in der Öffentlichkeit sieht, den wird der Mann nicht nehmen genau. Und sagt sogar, er würde sich schämen genau. dafür. Und dann im privaten Gebrauch, die Zahnbürste zum Beispiel, da sieht man keinen Unterschied. Denn da müssen sie nach außen nicht ihre Männlichkeit verteidigen. Sozusagen. Das habe ich jetzt verstanden. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Science haben wir jetzt, müssen wir zum Slam. Was kann man denn dagegen tun? Dominik, das erkläre ich dir jetzt sehr gerne, aber davor trinken wir mal was, oder? Damit wir gestärkt ja. sind. Ich habe da drüben Cola okay. für dich, such dir gerne eine aus. Ich nehme die. Oh, Dominik, die weißt Zero. Du was? Ist jetzt gar kein Zufall, dass du die gerade genommen Aha. hast. Warum denn das? Wir haben da jetzt Wie kann das denn sein? Du hältst die Lösung für unser Problem in der Hand. Aha. Wir haben hier eine Man darf den Markennamen jetzt vielleicht nicht sagen, aber ein Getränk mit verringertem Zuckergehalt. Das ja. heißt, ist ein Diätprodukt und ist eher für Frauen gemacht. Ja. Das haben nur Frauen gekauft und diese Marke ist dann auf die Idee gekommen, das Produkt für Männer extra noch zu machen, dass die das auch anspricht. Und deshalb ist noch diese zweite Variante, die du gewählt hast, gemacht worden. Ist das etwa maskulines Branding? Genau, das nennt man maskulines Branding. Das heißt, Aussehen von Produkten oder die Kommunikation an den Kunden wird auf Männer spezialisiert. Das habe ich jetzt schon verstanden, das macht Sinn. Genau. Und warum kommst du eigentlich gerade aus Wien? Gute Frage, Dominik. Ja, ich komme jetzt danke. Gerade aus Wien, weil ich da jetzt bei einer neuen Werbeagentur arbeite, die sie auf maskulines Branding für nachhaltige Produkte. Wie heißt die denn, die Werbeagentur? Das ist Testosteron GmbH. Ich werde verrückt. Das passt ja total. Ja, Dominik. Und was habt ihr denn für jetzt gerade für Kampagnen am ich Laufen? Ich habe dir jetzt die ersten Produkte von Wirklich? Uns mitgebracht, dass du mal ein bisschen Verständnis Totaler dafür Zufall. Hast. Totaler Zufall. Vielen Dank. Also da haben wir einmal den grünen Tee, ja. wirklich sehr feminin, Na. Du siehst das, spricht Männer gar nicht Über, an. Würde ich 90% der Kunden sind Frauen. Never. Und deshalb haben wir uns jetzt mal diesen grünen Tee angenommen ja. und
Bei uns ist jetzt auch nicht mehr der grüne Tee von Teefix, sondern Teestahl, C-Fix, grüner Teer. Ah, wirklich? Das ist sehr gut gelungen. Also, das spricht mich total an. Also, wenn du diesen grünen Teefix, da fühlst du dich richtig männlich. Also, auch vom Grafikdesign, da merkt man, dass du sehr lange studiert hast. Ja. Hast du denn auch noch andere, vielleicht aus dem Lebensmittelbereich, Produkte? Ja, nachhaltige Produkte, wie der Apfel. Ja. Spricht Männer jetzt an, würde ich nie kaufen. Never, nie kaufen. Ever. Genau. Ja, auch nicht. Und da haben wir uns jetzt das Assoziationsprinzip zunutze gemacht. Und Männer sind ja eher so dieses aggressive, abenteuerliche. Und da, was gibt es Besseres oder Spannenderes wie eine Handgranate? Handgranate. Und wir haben gesagt, wir nutzen jetzt eben dieses Assoziationsprinzip und nehmen den Handgranatapfel. Ah, und da hast du ja auch, habe ich schon gesehen. Such da mal das raus. Ein paar Prototypen mitgebracht. Wenn du diesen Apfel isst, fühlt es sich richtig also ich muss männlich sagen, auch, ja? Den würde ich total gern kaufen und auch essen. Der spricht mich irgendwie im Innersten an, ich kann es nicht erklären. It's spannend, magic gell? In this apple. Ich verteile den mal an die Männer, damit ihr mal seht, wie das alles hier auf euch wirkt. Ja, vielleicht Dominik, aber beim Apfel hört es nicht auf. Ja. Wir haben noch weitere Produkte. Wir haben noch weitere Produkte. Oh Gott, jetzt muss ich, komme aber ganz schön. Und zwar... Was ich gut finde daran, ist schon mal, dass es mich anspricht, aber mir fehlt der Österreich-Bezug. Der Österreich-Bezug? Gibt es da denn noch eine weitere Kampagne? Na, gibt es was Männlicheres in Österreich wie ein Arnold Schwarzenegger? Ja. Der ist ja im Begriff von Männlichkeit und den nehmen wir für unsere Produkte als Testimonial. Und was also für, die Miriam. Habt ihr im Lebensmittelbereich noch mehr Sachen? Natürlich. Noch einen Apfel haben wir jetzt auch noch die Gurke genommen. Das heißt, unser Arnold Schwarzenegger wird das Testimonial für die Biogurke. Ah, also Conan the Barbarian. Genau. Mit der Bio-Gurke finde ich schon mal ganz gut, aber der Name, der klemmt noch ein bisschen was. Der passt noch nicht also, ganz. Also da war es noch nicht für sehr kreativ. Für unsere Werbekampagne wird es natürlich auch nicht Conan the Barbarian, sondern Conan the Vegetarian. Unglaublich. Ja. Genial. Genial. Danke. Und es gibt ja sowas wie Product Range Management, du hast mal dasselbe Testimonial für mehrere Produkte einsetzt. Genau. Jetzt wir spinnen das nachher noch weiter, auch für die Bohnen. Ja, Bohnen. Und Bohnen und es ist nachher natürlich nicht mehr Conan, sondern Bohnen, der Vegetarian. Ja, unglaublich. Wahnsinn. Du, aber beim Schwarzenegger bleiben wir jetzt einmal. Genau, wir haben uns noch an das letzte Produkt, was wir uns noch angeschaut haben, der Bio-Vegan-Marmakuchen-Backmischung, überhaupt Backmischung. Nicht für Männer. Eine Bio-Backmischung. Bio-Backmischung. Und da ist hier auch nochmal der Schwarzenegger mit einem neueren Film. Schau doch mal unser neues an. Aha, mit so einem Sujet. Und wie heißt er denn dann? Der Germinator von Backmischung. Und der Claim? I'll Bio Back. I'll Bio Back. Ich bin total begeistert. Kathi, vielen, vielen Dank. Liebe Männer, ab morgen retten wir wieder die Welt. Vielen Dank, Kathi. Großartig.